In diesem Video möchte ich euch den God Mode und den unendlich Munitionsglitch zeigen, Leute, nach dem Patch. Und zwar muss ich vorab eins sagen, mit Maus und Tastatur ist das viel, viel einfacher, Leute. Und falls ihr eine Maus rumliegen haben solltet, dann schließt sie doch an eure Konsole an und übernimmt die Einstellungen, die ich euch jetzt zeige. Und zwar geht ihr auf Einstellungen, Tastatur, Maus, oben auf Tastenbelegungen, Leute. Dann geht ihr runter auf erweiterte Kampfeinstellungen und dort gibt es einen Reiter, wo die ganzen Tastenbelegungen stehen für eure Kaugummi-Slot. Und den Slot, wo euer Kaugummi ist, das ihr benutzen wollt, dort macht ihr als Keybind das Mausrad. Für starre Augen, das ist God Mode, Leute, und gratis Feuer, das ist für unendlich Munition. Als nächstes geht ihr auf den Reiter Maus und dann unten auf erweiterte Einstellungen Mauskalibrierungen und hier könnt ihr die Verzögerung komplett auf 0 stellen, Leute. Das heißt, ihr habt gar kein Delay. Wenn ihr dann vom Kaugummi-Automaten euer Kaugummi gezogen habt, bei mir ist es jetzt zum Beispiel auf Slot 5, Leute, Gratisfeuer, also für unendlich Munition. Ihr könnt das auch mit starre Augen nachmachen, also für den God-Mode-Glitch, das geht 1:1 genauso. Und wenn ihr euer Kaugummi dann aktiviert habt, dann habt ihr rechts diesen Timer. Und kurz bevor dieser Timer abläuft, müsst ihr dann euer Kaugummi erneut aktivieren, beziehungsweise die Taste dazu spammen. Und wir haben ja die Taste auf das Mausrad gelegt. Also benutzt ihr die ganze Zeit das Mausrad, Leute. Und wenn ihr das richtig gemacht habt, dann seht ihr, dass ihr noch ein Kaugummi benutzt. Ich zeige euch das Ganze nochmal langsam und noch laut, damit ihr auch hört, wie ich diese Interagieren-Taste mit der letzten Millisekunde des Timers anpasse. Also dieses Geräusch, wenn ihr interagiert, und den Ladebalken. Und nun für alle, die bis hierhin durchgeschaut haben, habe ich noch einen kleinen Bonustipp. Und zwar gibt es die Social Distancing geheime Visitenkarte bei Zombies, wo ihr 20 Runden überleben müsst, ohne einmal Schaden zu bekommen. Und ich erkläre euch das, wie das geht. Das ist ganz, ganz easy, Leute. Und zwar muss nur irgendein Kumpel von euch bis Runde 19 spielen. Und in der Runde 19 muss er den letzten Zombie am Leben lassen. Danach lädt ihr euch in die Party ein, ihr joint dem Spiel und sobald ihr im Zuschauermodus seid, bringt er den letzten Zombie um, ihr steigt in Runde 20 wieder ein und das wird euch zwar nicht angezeigt auf dem Display wahrscheinlich, aber wenn ihr dann die Runde beendet und bei euren Herausforderungen bei Visitenkarten schaut, habt ihr unter dunkle Operationen dann die Social Distancing Visitenkarte, wo ihr 20 Runden überleben müsst, ohne einmal getroffen zu werden. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, wisst ihr, was zu tun ist. Abo dalassen, Like dalassen, fleißig in die Kommentare für den Algorithmus schreiben. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.